Banjo-Kazooie ist jetzt spielbar auf der Switch und nicht so mit so einem Cartridge, der schon langsam in die Jahre gekommen ist, sondern tatsächlich schön digital auf einer modernen Konsole. Der Klassiker aus dem Jahre 1998 kann mit Hilfe von dem Online-Erweiterungspass gespielt werden. Leider nur damit, der kostet 35 € im Jahr, leider nicht im Store einzeln kaufbar, sondern nur mit dem Abo von Nintendo. Ich habe das Spiel heute direkt angetestet für 2-3 Stunden. Ich habe es gespielt mit einem Pro-Controller und aber auch mit einem Original N64-Controller. Ich werde euch genau sagen, was die Unterschiede sind und ob das Spiel sich lohnt. Ich werde euch jetzt nicht genau sagen, ob das Spiel an sich lohnt, denn ihr seid hier, weil ihr das Spiel kennt, weil es eins der geilsten Spiele ist, die ever gemacht wurden. Aber ich erzähle euch, wie gut wurde es umgesetzt auf der Switch. Also legen wir los. Let's go. Wie bei fast allen N64-Spielen existiert eine PAL- und eine NTSC-Version des Spiels im Emulator auf der Switch. Wenn ihr die deutsche Sprachfassung spielen wollt, dann solltet ihr die PAL-Version auswählen, denn nur dort könnt ihr Deutsch auswählen. Leider läuft die PAL-Version von N64-Spielen immer mit einer geringeren Framerate als die NTSC-Versionen. Also wenn euch Englisch nichts ausmacht, würde ich empfehlen, die NTSC-Version zu spielen, da sie sich etwas smoother anfühlt. Direkt zu Beginn kann ich euch sagen, dieses Game ist exakt so, wie wir es vor über 20 Jahren gespielt haben. Klar wurde es geupscaled und es ist auch gut so und es sieht auch wirklich gut aus, wie ich finde. Aber sonst wurde, soweit ich erkennen kann, nichts an diesem Spiel verändert. Und ich empfinde das als etwas sehr Gutes. Das hier ist kein Remaster, kein Remake. Das ist das Original Banjo-Kazooie, nur halt auf der Switch. Es hat exakt die gleiche Grafik und die gleichen kleinen Fehlerchen, es hat die gleichen Sounds und vor allem auch zum Glück die gleichen Songs. Ich sag das Ganze nur, weil das Spiel gab es damals auch für die Xbox 360 als Remaster quasi. Und dort wurde das Spiel sehr seltsam emuliert. Die Grafik wurde wie durch so einen Illustratorfilter gejagt, wie man es von Emulatoren kennt oder von Texturfiltern. Das Spiel lief zwar flüssiger, aber dadurch entstanden Fehler in der Musik, wodurch die Musik oft früher kam als das Bild, wodurch seltsame Szenen entstanden. On the topic of music in the 360 version, I found that the load times were faster than on N64, which is a good thing. However, the background music in the opening scene was composed with the N64 load times in mind, so with each loading fade, the track becomes slightly desynced. Ich will damit nur sagen, wir können froh sein, ein großartiges Spiel genauso großartig wiederzuhaben, nur auf einer modernen Konsole. Also, gleich aussehen und anhören tut es, aber spielt es sich auch genauso? Jein. Wie bei allen N64-Spielen ist das Problem, dass heute auf den modernen Controllern die C-Knöpfe fehlen. Nintendos Lösung dafür ist, die C-Knöpfe mit dem rechten Stick oder mit gedrückter ZR-Taste triggern zu können. Tasten mit einem Stick zu triggern, ist immer nicht optimal, weil es einfach ungenau ist und manchmal erwischt man dadurch den falschen Knopf. Allerdings kann ich in diesem Spiel mit dem Stick dadurch die Kamera bewegen, was sehr viel Sinn macht, weil moderne Spiele ja genauso funktionieren. Ich kann ganz einfach den Stick nach rechts gehen, was C rechts ist, und die Kamera geht in die richtige Richtung. Also ich habe für die Kamerabewegung den Stick benutzt und für die Attacken die ZR-Methode. Die ist zwar zuerst etwas ungewohnt, aber man gewöhnt sich sehr leicht dran. Wer das Game vor allem nicht jeden Tag zockt, sondern so wie ich einmal alle 2-3 Jahre, der gewöhnt sich innerhalb einer Stunde an ein neues Button-Layout. Wenn ihr natürlich Banjo-Kazooie irgendwie speedrunnt und wirklich blutet bis ans Ende, dann kann es natürlich sein, dass ihr euch nicht wirklich an dieses neue Button-Layout gewöhnen könnt. Die Bewegungen an sich laufen super, beziehungsweise genauso wie damals halt. Es ist halt manchmal nicht so präzise, Banjo zu steuern. Vor allem im Wasser, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt. Man versucht ewig, irgendeine Sache im Wasser aufzusammeln und man schwimmt nur im Kreis die ganze Zeit drumrum. Aber wie gesagt, es ist halt das gleiche Spiel wie damals. Input-Lag, so wie ich das verspüre, gibt es keinen. Man könnte jetzt natürlich irgendwelche krassen Tests vollführen und herausfinden, dass es vielleicht 10 Frames, 15 Frames irgendwie Input-Lag hat. Aber wie gesagt, wenn ihr das Spiel casual spielen wollt, wird euch das nicht auffallen. Mir ist es auf jeden Fall kein bisschen aufgefallen, dass da irgendwas verzögert ist. Also wenn ihr mal wieder das Spiel wegen der Nostalgie casual spielen wollt, werdet ihr keine Probleme mit der Steuerung haben. Es gibt eine kurze Gewöhnungsphase am Anfang vielleicht, aber welches Spiel hat das nicht?
Nachdem ich dann im Spiral Mountain 100% mit dem Pro-Controller gemacht habe, habe ich dann Treasure Trove Cover mit dem offiziellen N64-Controller gespielt. Und das läuft dann nämlich perfekt. Mein Problem mit dem Pro-Controller war nämlich, dass die A- und B-Taste vertauscht sind im Vergleich zum Layout vom N64-Controller, den man natürlich im Kopf irgendwie gewöhnt ist bei dem Spiel. Nein, die falsche... Ach, es regt mich auf. Ich bin die ganze Zeit runtergefallen, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Anstatt zu springen, habe ich eine Attacke gemacht. Daran hätte ich mich sicher nach noch einer Stunde gewöhnt, aber mit dem N64-Controller hatte ich gar keine Gewöhnungsphase und es war wie Fahrradfahren. Ich weiß, N64-Controller für die Switch waren damals nach einer halben Stunde ausverkauft und kosten auch eine Stange Geld. Wenn ihr viele N64-Games spielt, egal ob auf der Switch oder auf dem PC, der Controller funktioniert nämlich auch am PC, ich sage euch, holt euch das Ding. Dieses Jahr soll es wieder welche zum Kaufen geben, die Dinger laufen echt gut. Auch das Rumble Pack hat sofort funktioniert und jede Attacke von Kazooie wurde unterstützt von fettem Rumpeln in meinen Händen. Okay. Die 35 Euro im Jahr für Nintendo Online Erweiterungspack nur um Banjo zu spielen ist natürlich ein bisschen viel. Aber wenn euch andere Games wie Paper Mario, Ocarina of Time und das baldige Majora's Mask anlächeln, finde ich den Preis gar nicht mal so schlimm. Ich kann nur zusammenfassend sagen, Banjo-Kazooie fühlt sich auf der Switch genauso an wie damals vor 20 Jahren auf der N64. Damals, als wir wochenlang vor dem Röhrenfernseher saßen und versucht haben, unsere kleine Schwester vor Grundhilda zu retten. Es fühlt sich genauso an. Wundervoll. Holt es euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye.